So, das beste Feuerwerk für Silvester. Vorab, ich filme mit der Handykamera in nur FHD, also Full HD. Ich hoffe, das reicht für euch, aber ich denke, für das Video ist das schon in Ordnung. Ja, mal wieder One Take. Und ja, es kursiert auch öfters mal die Frage, vor allem in Foren rum, welches Feuerzeug soll ich eigentlich benutzen? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ohne Feuerzeug, ja, kein Spaß an Silvester. Die Böller zünden sich ja nicht von selbst, die Raketen auch nicht, auch wenn ich es manchmal aus Spaß so sage, aber seien wir mal realistisch, braucht der Fe ein Feuerzeug, ja, braucht der Feuer, um die Teile anzuzünden. So, und dann braucht es natürlich ein vernünftiges Feuerzeug, ja, nicht so ein normales Feuerzeug, das ihr, keine Ahnung, überall herbekommt für Zigaretten, sonst was, das beim Windstoß gleich wieder ausgeht. Nee, ihr braucht Power, ja, ihr braucht Rums, Bums. Rumsbums, ja, weil wenn es windet und es passiert ziemlich häufig, dann muss es trotzdem sich noch entzünden können. Ja, so, deshalb nimmt man Gasbrenner her, weil die haben Power und die sind auch nicht so windanfällig wie ganz normale Feuerzeuge. Und da gibt es natürlich viele Arten. Das sind jetzt, ich habe wirklich viele ausprobiert. Ich habe auch Bunsenbrenner gehabt, zum Beispiel Mr. Pyromanager benutzt einen und die will ich auch gar nicht abreden, aber ich habe da wirklich ein fettes Problem. Ganz ehrlich, es ist total sperrig, beziehungsweise groß, dann dazu auch noch schwer. Also, ja, jetzt nicht schwer, aber ihr wisst, was ich meine, schwerer als die Feuerzeuge. Und wenn die Teile mal kaputt gehen, ne, wird es teuer, weil die sind teuer. Der große Vorteil, ihr habt richtig Power, ne? Völlig logisch und Ausdauer, klar. Aber die Nachteile überwiegen die Vorteile für meine Verhältnisse. Ich habe schon zigtausende Böller angezündet, also wirklich, da könnt ihr gar nicht mal nachzählen. Übrigens, hier sind meine Reste, also ein kleiner Teil davon. Ja, auch schöne China-Böller und so weiter. Und eben, dafür braucht man gescheites Feuerzeug. Aber wie ich finde, kein Bunsenbrenner. Kann jeder für sich selber entscheiden. Aber dieses sperrige Teil da immer mitzuschleppen, nee, danke. Also ich habe mit sowas bessere Erfahrungen gemacht. Da, wir gehen von links nach rechts durch. Und ich werde zu den jeweiligen Brennern eben was sagen. Preislich. Die linken gibt es beim Teddy für umgerechnet 1,50 bis 2 €. Das blaue Teil kostet, glaube ich, ungefähr 2,250. Das hier, den Microblazer, den gibt es beim Konrad, oder den habe ich schon seit 2, 3 Jahren, keine Ahnung, für 4, 5, 6 € und den daneben ebenso beim Konrad, der ist ein bisschen teurer. Ich weiß die Preise gerade nicht auswendig. Und die rechten, die gibt es aktuell noch immer beim zum Beispiel Teddy in Euroshop für 3,40 €, glaube ich. Aber ich sage dazu gleich was. Und einige davon oder zwei davon sind schon über 5 Jahre alt. Ja, so. Ja, komm, schnack mal nicht lang rum. Ja, also es sind so ziemlich einfache Feuerzeuge. Schauen wir, ob das Scheiß hier funktioniert. Ja, genau, hab's erwartet. Der ist voll, das weiß ich, habe ich erst noch aufgefüllt, extra fürs Video. So ein Dreck, wirklich. Ich glaube, den habe ich irgendwie jetzt 2 Jahre. Ich habe den echt aufgefüllt, ne? 2 € steht hinten. Tatsächlich 2 €. Wurscht. Die sind auch wirklich ätzend aufzufüllen. Das hat echt nicht so leicht funktioniert. Aber ihr habt einen fetten Nachteil. Ja, ich stelle es mal hin. Ihr seht, ihr habt die Kappe, die wirklich maximal nervig ist. Und der Abzug ist genau neben Brenner, was dafür sorgt, dass das Teil da, wo eben wo das Gas rauskommt und eben die Flamme erzeugt, wo eben die Hitze entsteht, das kann sehr, sehr schnell verstopfen. Ja, weil ihr müsstet den Böller immer anzünden und da könnt ihr nicht weiter weggehen, weil A, erstens die Flamme nicht stark genug und weit genug reicht von der Reichweite und zweitens der Abzug genau daneben ist. Also ich sag's euch ehrlich, dieses Feuerzeug ist der absolute Dreck. Würde ich mir nicht mal für 1 € kaufen. Also weg mit dem Scheiß. So, das Teil hier, das müsste ich auch beim Teddy gekauft haben, ist auch schon 3 Jahre alt, müsste es ungefähr sein. Habe ich auch nicht so oft benutzt und ganz ehrlich, der Scheiß, der geht auch gar nicht mehr gescheit. Warte, wir versuchen es einfach mal. Boah, habt ihr es gesehen, was da rauskommt? Ja, man sieht es auch. Warte. Das ist auch wirklich maximal verstopft. Da habt ihr jetzt eben. Das ist tatsächlich ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber da habt ihr wieder das Problem mit der Power und mit der Reichweite. Die habt ihr einfach, die ist einfach nicht gegeben. Und den hatte ich, glaube ich, dreimal, das Sturmfeuerzeug. Und dreimal ist es mir echt, ja. Einfach kaputt gegangen, voll für den Arsch das Teil. Also, es geht, ja, es geht, keine Frage, aber für meine Verhältnisse war es wirklich
Nichts Gescheites. So, und jetzt kommen wir zu einem relativ bekannten Microblazer. Und ganz ehrlich, bis heute bin ich mit den Vollschmarrn einfach nicht zufrieden. Wir versuchen es mal. Man sieht es, es ist voll. Ja. Ich habe auch voll aufgedreht. Nee, habe ich nicht. Da müsst ihr auch manchmal aufpassen, weil ab Werk sind die auch nicht aufgedreht. Da müsst ihr auch nochmal rumfuchsen. Genau, das meine ich eben. Da kommt Gas raus, aber keine Flamme. Also wirklich komplett für den Arsch. Da gibt es ein Chargen, die sind ganz gut, die funktionieren auch und dann wieder welche nicht. Aber noch nie hat ein Microblazer bei mir mehr als ein Jahr gehalten. Also die gehen relativ schnell kaputt und für das Geld, nee. So, das ist der große Bruder. So, den drehen wir auch mal auf. Gottes Willen, okay, geht besser. Also, hier sieht man es schon. Ihr habt da halt tatsächlich, so, sorry, ihr habt tatsächlich hier den Vorteil, ihr habt die Kappe, ne? Also es geht automatisch zu, wenn ihr den Knopf betätigt, beziehungsweise loslässt, geht das wieder zu. Somit sind Verbrennungen eher ausgeschlossen, also ihr könnt damit nichts entzünden danach, weil die Kappe halt wieder zugeht. Ihr habt eine relativ große Reichweite, ihr könnt das Gas unten verstellen. Es sind wirklich signifikante Vorteile, aber der größte Nachteil ist, die gehen auch relativ schnell kaputt. Ja, also können, glaube ich, viele bestätigen. Aber wenn es mal funktioniert, dann funktioniert es. Ich meine, der funktioniert auch. Das ist für mich so, ich würde es eine Empfehlung rausgeben, aber Vorsicht und auch noch teuer. Und jetzt, meine Lieben, jetzt kommen wir zum absoluten Favoriten. Und zwar diese Teile. Ihr habt Ausdauer, ihr habt Power, ja. Ihr habt hier einen schönen Gummigriff und ihr habt absolute Robustheit. Das sind wirklich Brenner, die haben bei mir. Den ersten, den ich mir gekauft habe, den müsste ich, glaube ich, irgendwo hier haben. Der ist 5, 6 Jahre alt und der geht noch immer. Ihr könnt das Gas relativ leicht nachfüllen, also ganz trivial, ja, und dann läuft es wieder. Und das ist wirklich, ich kann es ja mal demonstrieren. Wenn es jetzt geht, ach komm, mach mal das schnell. Die gehen alle drei übrigens. Schaut euch das an. Richtige Power, wirklich richtige Power. Genau, kommt immer drauf an. Aber richtige Power, das Teil, ja, da verbrennt er auch irgendwie. Also das Teil kann nicht verstopfen, wenn er das auch gescheit und richtig macht. Das sind wirklich richtig, richtig gute Gasbrenner. Die habe ich immer dabei an Silvester, die mich noch nie enttäuscht, ja. Und mehr braucht es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ja, vergesst den ganzen anderen Schrott, den Vollschmarrn da hinten, der ganze Dreck da, den kann ich wegschmeißen. Sondern das da, das ist wirklich der heilige Gral. Und natürlich jetzt die Teile, die funktionieren, Microblazer, werde ich natürlich noch behalten, aber hier, der ganze Rotz da hinten, ey, der kommt weg. Hier auf jeden Fall vor mir die Teile, die, ja, die funzen richtig, die funktionieren auch. Und ja, wie gesagt, kauft davon ein paar und ihr habt ein gescheites Silvester, vorausgesetzt, ihr habt gescheites Feuerwerk, ja, dann rockt die ganze Geschichte. Ja, also muss jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt natürlich auch die Big Booms hier kaufen, also die fetten Gasbrenner da. Ich bin kein Fan davon, wie gesagt. Ich finde die am besten. Das ist mein Fazit. 10 von 10, ganz ehrlich, volle Punktzahl und Ende der Geschichte. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Einfach mal One Take, einfach mal hier ganz, ja, einfach ganz triviales Video ohne Schnickschnack und alles. Einfach mal ein Produktvideo bzw. eine Empfehlung, ganz spontan. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Wie gesagt, ein Euroshop Teddy, auch bei Amazon gibt es das, glaube ich, aber ein bisschen teurer, müsst ihr ein bisschen nachgeben. Wie gesagt, 3,40, 3,50 kostet den Teil aktuell beim Euroshop oder Teddy und so weiter und geht völlig in Ordnung. Genau, ich wünsche euch eine wunderschöne Vorfreudezeit. Wir hören uns beim nächsten Video. Euer Piro Adler 98.